Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und ich habe das jetzt irgendwie ganz. Also, es ist. Ich habe ja erst die Probleme gehabt mit dem Sound. Mit der Leistung durch die Soundkarte. Und jetzt ist es so. Irgendwie habe ich das Gefühl, nur wenn MSI Mass Afterburner an ist, dann läuft das Spiel flüssig, was irgendwie für mich keinen Sinn ergibt, aber naja, okay. So, und jetzt versuche ich mal das Ding hier zu verstehen, vernünftig. Jede Waffe hat mindestens einen Wurf und Upgrade-Slot. So, Waffen-Upgrade. Rückstoßdämpfer, Kampfdämpfer. Hatter. Und hier ist nichts drin. Okay, das verstehe ich. Eine Schrotflinte habe ich nicht, oder? Eine Pistole, warte mal, Storm, Kessner. Granatwerfer, Blue Wire. Okay. Ist ja. Aktives Objekt, gewähltes Objekt. Ach so, das ist einfach nur der. Schaden 153. Und da kann ich die Waffe wechseln. Okay, da ist die natürlich besser. Habe ich nur eine, habe ich nur eine, habe ich nur eine, habe ich nur eine. Da kann ich nicht wechseln. Diesen Gegenstand in Universum. Ach so. Okay. Dann verstehe ich das ja, glaube ich. Ein bisschen zumindest. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Oh, was haben wir hier? Chemisch. Und eine Kiste. Filterreihe, um zwischen den Gegenstandsarten hin und her zu schalten. So, jetzt wollte ich. Details, wie kam ich noch mal auf die? Ach genau, hier. Chemisch, okay, Munitionsupgrade chemisch. Und Phasenmunition. Kann ich denen das auch machen? Ach, die haben das alles schon. Gut. Ja, danke. Das wollte ich nicht weiter. Laufen Sie zu Wegpunkt hinter der Felsenentdeckung, um hinter der Felsenentdeckung zu gehen. Okay. Ja, das weiß ich doch, wie das geht. So gefährlich sind sie dann doch nicht, wie ich dachte. Ach, der ist Ausgrabungsstätte. Hier liegt doch nicht noch was rum. Ganz viele Waffen. Was ist denn das? Ja. Ich habe. Ach so, ja. Da kann ich auch noch wechseln. Da habe ich eh nur diese eine, ne? Ah ne, doch, gucken wir auch schon zwei. Schaden 100 mehr, ja, eine Schrotflinte muss auch nicht. Wie wechsle ich das nochmal? Am Anfang habe ich noch immer keine Ahnung. Kann ich die jetzt wechseln?
Ach, so war das. Genau. So, was habe ich hier für andere Pistolen? Gar keine. Sniper habe ich noch. Präzisionseinstufung. Dann nehme ich lieber die mit der geringeren. Oh, was ist das? Die Panzerung. Schadensschutz. Ja. Das ist jetzt nicht so die dramatisch schwere Entscheidung. Skorpion, kann ich das in... Da kann ich das... Ah! Die Waffen, die ich nicht brauche, kann ich also in Universalgel umwandeln. Das ist ja gut. Ist das da unten? Okay. Banshee 1 brauche ich ja nicht, wenn ich eine Banshee 2 habe, ne? Die Storm, ja. Die Hammer. Hat schon 10 mehr Schaden, aber... Ja. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht hier grundlegend was falsch. Wahrscheinlich schon. Egal. Untersuchen wir mal. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Was ist mit den Überlebenden hier? Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Okay, dann machen wir das. Drücken Sie F15. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Na, okay. Opfer aufzuspießen, statt sie zu erschießen. Dafür muss es einen Grund geben. Klassische psychologische Kriegsführung. Sie setzen Terror als Waffe ein. Welche Rampe muss ich jetzt hier hoch? Da. Da ist ein Ziel auf der Karte, aber... Ich sehe nicht... Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Für mich bin ich auf der Karte da, wo ich hin will. Früher war es wunderschön hier. Was mache ich hier falsch? Nee. Das ist doch falsch. Wo muss ich hier lang? Ach, hier hoch. Die Rampe, okay. Gut, das habe ich verstanden. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Ja. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Autsch. Oh Gott, Sie leben noch! Was haben die Geth Ihnen angetan? Was sind denn das für Teile? Drücken Sie gerne, um eine Granate zu werfen. Ach, guck mal, die kann ich zeitgesteuert. Ah, wie cool. Husks. Ach ja, die Dinger. Ich erinnere mich noch. Ja. Wir haben ja noch wenig Gesundheitspunkte. Habe ich das? Ich habe ich noch relativ viele. Gab es keinen Nahkampf? Gab es keinen Nahkampf? Interagieren eh. Tatsache, es gibt keinen Nahkampf. Ah, guck mal, wie ich das machen kann. Jetzt mit den Pfeiltasten, das ist auch gut. Jemand wird dafür büßen. Ja, davon gehe ich aus. Was haben wir hier? Auf der Karte sind immer irgendwie so komische Upgrade-Kits. Wo? Ach da. Aha.
Filterreiter. Ja, brauche ich. Jetzt sind das immer wieder Waffen, die hier rumliegen. Oh, Tech-Biotik-Schutz, aber dafür dreifacher. Kann ich nicht ausrüsten? Wieso nicht? Nee, warte, das behalte ich lieber. So, also diese Weizen sollen ja eh häufig speichern, sagt man uns ja. Schade, dass da nicht direkt die Spezifikationen stehen. Das wäre viel einfacher gewesen und schneller. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Was? Ach so. Ah. Ich verstehe. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Aber Sie sind doch jetzt in Sicherheit. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was ist hier passiert? Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Haben Sie Nidus hier gesehen? Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Okay. Wo ist der Sender jetzt? Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt. Die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, der Typ ist einfach ein bisschen... was ist mit dem Assistenten los? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ich könnte ihm das Maul stopfen. Nee. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja. Ja, das kann ich für Sie tun. Wir machen uns lieber auf den Weg. Viel Glück, Commander. Woher wisst ihr? Glück wird Sie nicht retten. Woher weiß sie, dass wir Commander sind? Sie verschwenden Ihre Zeit. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Unsere Ausrottung ist unausweichlich. Ich habe ein paar Fragen. Manuel, ich möchte Sie etwas fragen.
Es ist wahrscheinlich besser, wenn Sie ihn in Ruhe lassen. Okay, okay. Für sowas habe ich keine Zeit. Zeit? Unsere Zeit ist um. Aber wahr. Oh. Holen wir uns die Schweinehunde. Das würde ich aber sagen. So. Saren. Nylas. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Oh mein Gott. Nutzen Sie die Fähigkeit, Überlastung um gegnerische Schilder auszuschalten. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Ja, es ist riesig. Überlastung heißt es. Kann ich nutzen feindliche Schilde? Die haben doch keine. Ach doch, die haben Schilde. Aber sagt, das Geräusch geht weiter, während das Ding eigentlich stehen bleibt. Oh ne, das noch nicht. Ah, ich liebe diese Spezialfähigkeit. Aber ich brauche noch eine bessere Pistole. Eindeutig. Was? Nicht tot? Oh. Ja, ich bin da noch nicht so gut drin. Ach, Gott. Nicht wirklich, oder? Kann der Dialog nochmal fühlen? Ich bin jetzt schon von Mass Effect 1 weitaus mehr enttäuscht als von Mass Effect 2. Muss ich sagen. Da ist, irgendwie, naja. Ist das jetzt nicht so der Burner? Dem Schöpfer sei Dank. Vielleicht kommt das noch durch die Story. Beheilen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Was wollen Sie? Niemand ist gerettet. Ja. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Ist Ihnen. Tut mir können Sie wunder. Wir haben das Manuel, Herz. Bitte. Das ist nicht. Was stimmt? Manuel, ist das Wahnsinn? Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Sie können. Sie verschwenden Ihre Zeit. Es ist wahrscheinlich besser, wenn. Für sowas habe Zeit. Ich Zeit. Wir sollten. Ja. Also das ist. Das gefällt mir jetzt schon bei Weitem weniger als der vorherige Teil, weil irgendwie ist das ja alles ein bisschen undurchsichtiger und. Ja. Jetzt ist das Video. Kann man das nicht überspringen? Saren! Nylas! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Super, super, super. Ja, wir machen jetzt Cut bis zur nächsten Folge und...